Hallo und willkommen zum fünften Part von Let's Play Arms Online. Hoffen wir, dass heute mehr Kämpfer kommen, also mehr Spieler kommen als nur einer. Es sind sehr viele dabei. Gut, dann ist es wenigstens auch wert, es dabei einzuschalten bei mir. Ach ja, ich werde in diesem Semester nicht verraten, wie ich Arms finde. Da wird eben mal ein separates Meinungsvideo kommen zu Arms eben, wo ich dann über das Spiel spreche, wie ich es mag, was ich dann gut finde eben. Und so weiter eben. Und ja, es wird auch einen Jahresrückblick geben, wenn eben Hassan Gaming ein Jahr alt wird, werde ich ein Video machen, eben, wo ich so schaue, wie sich der Kanal entwickelt hat, wie viele Aufrufe alles bekommen hat, eben und so weiter. Wir haben Abonnenten, was mir Spaß macht an YouTube, was ich mag an YouTube, eben, was ich nicht mag. Ich alles in diesem Video auch sagen, in diesem Jahresrückblick sozusagen, also in dem einjährigen Jubiläumsvideo eben, also das wird jedes Jahr kommen eben, am 15. Mai jedes Jahres kommt ein Video raus, wo ich so über das vergangene Jahr spreche eben. Jetzt komm schon. Ach komm schon. Yes. Ach komm schon. Ah. Meister zu besiegen. Kannst du ja gar nichts, ehrlich, Mann. K.O. Die kann ja gar nichts, ehrlich. Die hat keine Chance gehabt gegen mich. Keine Chance. Also ich bin ehrlich, ich habe keine Chance, aber jetzt hat sie keine Chance eben. Nur warten, das ist blöd, weil man warten muss, bis alle fertig sind. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, kann ich nichts machen. Ich muss eben warten. Ach komm schon. Oh
Ach komm schon, nein! Keine Chance für mich. Jetzt hast du mal gesiegt eben. Wenn du dich wohl anstrengst, kannst du auch mich besiegen. Aber ich habe keine Chance gehabt. Keine einzige Chance. Also fast nichts. Ah, Dreikampf gegen Hand mit Headlock. Okay. Ja, mal schauen, wie es wird. Ach komm schon, ich wollte nur die. Ach komm schon, wie weit kann er noch greifen mit den Armen? Ach komm schon. Na gut, da kann ich natürlich nichts machen dagegen. Ach komm schon, das war aber auch nicht mehr zu schaffen. Das war auch nicht mehr zu schaffen. Komm schon. Ach komm schon, als ob der jetzt nicht dagegen gelandet ist, ehrlich, mein Korb. Ach komm, nein. Ach Mann!
Ach, jetzt, nein! Jetzt komm her, Mann! Letzte Ball entscheidet. Nein! Ja, nimm ihn, schmeiß ihn rein! Jetzt nur noch wegspringen. Yes! Ja. Alter, der jetzt doch gesiegt hat, ehrlich, Mann, nein! Ich war doch kurz, das war doch kurz, es war doch schon zu Ende, ehrlich, Mann. War doch schon zu Ende, ehrlich. Ach komm schon, nur weil ich jetzt den einen bin, da hab, ehrlich. Wie soll ich den jetzt ankommen, ehrlich? Ach komm schon, nein. Ach Mann. Also gegen den komme ich nicht an, der ist zu stark. Der ist zu gut. Ja. Aber daran hat er auch nicht so viel gemacht irgendwie auch. Ich meine, was war denn los? Er hätte sich gut um Kid Cobra kennen, Kid Cobra kümmern können. Aber nein, er muss ja unbedingt mir da im Weg sein. Also gut, er war nicht in meinem Weg, aber war nicht eine große Hilfe eigentlich, der Typ. Ach komm schon, mal wie oft verliere ich heute noch, ehrlich. Yes, gewonnen.
Jetzt soll meine Ulti ein, Mann. Du hast doch die Ulti gerade an. Mach sie ein. Sollst du die Ulti machen? Mach die Ulti. Ach, komm schon. Jetzt stirb endlich mal. Yes, gesiegt. Aber nur wegen noch mich eben. Weil die andere Ulti nicht einsetzen wollte, ehrlich. Es reicht's aber. Nein, ach komm schon. Nur weil ich jetzt dir es nicht abgehalten habe. Yes, gewonnen. Gewonnen. Yes. Wie sie schreit. Wie sie schreit so. Oh. Yes, KO, wo ist die andere? Ach komm schon, er konnte jetzt gar nicht reagieren. Weil du bist auch bald weg vom Fenster, ehrlich, Mann. Und KO, yes. Ich bin jetzt unbesiegbar geworden mit den Boomerangs. Da habe ich einen großen Vorteil doch eben, weil die Boomerangs, die schleudern einfach eben seitlich herum eben und kommen jetzt zurück eben. Selbst wenn ein Schlag daneben geht, kann der Boomerang immer noch treffen eben. Selbst wenn der Schlag daneben geht, kann also immer noch der Boomerang treffen eben. Das ist eben ein großer Vorteil eben. Es ist nicht so schlimm, wenn du daneben schlägst eben, wenn du den Boomerang nutzt eben. Also, ich glaube, ich bleibe bei Boomerang. Oh, das ist gegen Headlock. Das könnte nicht eine große Hilfe sein als gegen Headlock. Welches Level überhaupt? Hoffentlich nicht Level 6 oder so, bei der ist dann, das ist dann zu stark. Okay, Level 5, ja gut, das ist aber auch schon ziemlich stark. Ja.
Jetzt greife ich schon mit den beiden Armen in den Trank, ehrlich. Ach komm schon, nur bei, ach Mann. Na toll. Na, keine Chance gegen den Typen. Hast du gesagt? Was faktest du? Was hat er jetzt gerade gesagt, ehrlich, Mann? Headlock. Faktest du oder sowas? Ich wusste gerade, dass der auch was sagt, der Headlock. Das wusste ich gar nicht. Und mit dem neues Spiel. Was der Headlock auch spricht, wusste ich gar nicht. Ich dachte, er brüllt eben da und nur. Letzter Kampf für heute, glaube ich. Ja, genau, letzter Kampf für heute. Danach mache ich Schluss für heute mit den Kämpfen. So, letzter Kampf. Also, ja, jetzt werden wir uns irgendwie da betteln oder was. Und wir machen es so eben. Durchschuss. Ach komm schon. Ich bin. Ja, verarschen kann ich mich selber ehrlich. Hä? Nein, ach komm schon, nein. Das habe ich mir jetzt selbst ins eigene Fleisch geschneit. Da will ich jetzt selber schon, wenn ich jetzt da verliere. Ach stimmt, sie kann sich unsichtbar machen. Genau, das ist ihr Vorteil. Sie kann sich unsichtbar machen. Oh Mann, nein, das war jetzt aber. Ja, guter Kampf. Das war clever, sich einfach zu verstecken, ein bisschen unsichtbar zu machen und echt Moment rauszukommen. Machen wir noch einen Kampf, genau, machen wir noch einen Kampf. Machen wir noch einen Kampf, dann höre ich auf, genau. Noch einen Kampf. Ich möchte nur einen Kampf machen. Es macht gerade zu viel Spaß. Und na, hör mal auf. Kein Kampf mehr. Für heute, es war genug. So, das war's mit dem 5. Part von Let's Play. Abends online. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.